ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft. Das ist A und O. Und man muss sich erinnern, damit man die Zukunft besser gestalten kann. Für mich persönlich ist das sehr wichtig, damit die Zukunft besser wird. Und für mich ist wichtig, das weiterzugeben als Schüler, damit sie das begreifen, was da war. Die ersten Lesungen von mir konnte ich kaum ein Wort sagen, weil ich musste heulen. Ich habe das verdrängt am Anfang. Ich habe überhaupt darüber nicht gesprochen. Keiner hat mit mir gesprochen darüber. Aber als ich entschieden habe, das Buch zu übersetzen, ich habe mich damit befasst, da kam die Erinnerung. Und manche Kinder denken, Krieg ist cool. Die spielen mit den Handys und das sind alles nur Filme. Einer schießt dem anderen, ach cool, der ist wieder aufgestanden, wunderbar, kann man weiterschießen und so weiter. Das ist es nicht. Krieg ist nicht cool. Ja, am Anfang habe ich gar nicht verstanden, um was es geht. Ich war ja 3 Jahre alt und das war für mich eine andere Welt. Aber mit 5 Jahren habe ich schon begriffen. Schon mit 5 Jahren musste ich aufpassen, das nicht zu sagen, jenes nicht zu sagen, nicht verraten, dass ich Jüdin bin. Das ist nichts Schönes, Jude zu sein. Und das habe ich alles begriffen. Gerne. Ja, doch. Ich erinnere mich an den Hund, wo wir versteckt waren. Der war so lieb, obwohl für alle war gefährlich, alle hatten Angst. Aber ich habe mit ihm gespielt und er hat mich gerne gehabt und ich habe ihn gerne gehabt. Und da erinnere ich mich gerne. Ja, an den Weg in den Waggon. Aber wir wurden reingeschmissen in diese Waggons, diese Tierwaggons. Und da war stickig und schmutzig und viele Leute. Und die aufeinander saßen da und ich konnte kaum Platz finden. Ich lag da auf dem Boden, meine Mutter über mich, damit sie mich ein bisschen schonen konnte. Und da wusste ich, dass es nicht gut ausgeht. Da habe ich richtig Angst gehabt. Und da erinnere ich mich nicht gerne. Ja, das macht mir schon Mut, dass ich gefragt werde und dass die alle wissen wollen, was da war, weil ich finde die Kinder heute sehr unbeschreiblich, dass es überhaupt Krieg war. Das können sie sich gar nicht begreifen. Und wenn die mich fragen, dann macht mir das Mut, dass nicht alles verloren ist. Und wenn wir gemeinsam dagegen ankämpfen, dass die nicht blauäugig, dass die Menschen nicht blauäugig sind und gehen nach Parolen von jemand und heben die Hand. Das darf nicht mehr passieren. Und ich bin wirklich zuversichtlich, weil die Jugend heute ist offener und die können auch Parolen sagen und das macht mir Mut.